Au. Ach, hau. Wir grüßen euch. Mir ist es wichtig, nochmal über das Mannsein mit euch zu sprechen. Wir leben in einer Zeit, in einer ganz besonderen Zeit, in der Zeit des Wandels. Das bedeutet, wir leben auch in einer Zeit, in der die Männer, auch junge Männer, heranwachsende Männer, in der Mannwerdung und im Mannsein keine innere Urkraft mehr spüren, sondern im Außen getrieben sind, sich im Außen verlieren, schneller, höher, weiter, was auch immer der Antrieb ist. Angst, Zweifel, selbstzerstörendes Verhalten. Es hat nur einen Grund, weil das Ich-Bezogensein fehlt. Das gesunde und auch egoistische, gesunde Verhalten und die Liebe zu sich selbst. Die Urkraft im Mannsein. Was ist denn das überhaupt? Was ist denn die Urkraft, Boris? Frage ich mich jetzt selbst. Da habe ich natürlich Antworten. Die Urkraft ist in uns Männer drin. Das heißt, wir haben eine Seele, die mehrere Qualitäten mit hier auf die Erde gebracht hat. Das heißt, einmal haben wir eine Grundschwingung, das ist die Grundenergie, die wir mit hergebracht haben. Und durch unser Ahnensystem haben wir zwei weitere seelische Komponenten mitgebracht. Jetzt zähle ich euch die drei Komponenten auf, meiner Seele und meiner Ahnenreihe, aus was ich mich zusammensetze, seelisch gesehen. Das ist unabhängig der Gefühle, unabhängig des Körpers, unabhängig der Psyche. Bei mir ist es der Seelenanteil des Vaters. Das lebe ich sehr stark im Moment. Ich habe 4 Söhne, 2 eigene Söhne, 2 angenommene Söhne. Und das ist das, was ich gerade seelisch erfahre. Vater sein. Auf mehreren Ebenen. Mit Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Altersstufen. Die nächste seelische Komponente, die ich habe, ist die Kriegerseele. Die Kriegerseele, die sich niemals mit Umständen, mit Umständen, die mir nicht gefallen, habe ich mich noch nie abgefunden. Noch nie. Und dazu bin ich dann auch bereit, alles hineinzugeben. Wer mich kennt, weiß es, dass mein Leben bisher abenteuerlich war als Krieger. Solange bis halt der Krieger mal vom Pferd gefallen ist und sich dann überlegt habe, ob es weiter sinnvoll ist, gegen die Welt und gegen alle Menschen, vor allen Dingen gegen Autoritäten Krieg zu führen. Und ja, das ist so der Spannungsbogen. Dann gibt es die dritte seelische Qualität von mir, das ist die Qualität des Heilens. Der Heiler, kann man sagen, in Anführungsstrichen. Für mich tut nur Gott heilen, jedoch ist ja die Seele Gott, das heißt, wir sind auf einer höheren Ebene in der Metaphysik, sind wir Gott. Jetzt mögen manche wieder sagen, ah nee, das kann ja nicht sein, ich bin ja nicht Gott. Ja, das ist, wir haben eine Seele, also sind wir Gottes Kinder. Somit sind wir auch wie unser Vater im Geist und unsere Mutter im Geist, wie Vater, Mutter, Gott. Das ist damit gemeint. Sozusagen sind wir Göttern unter Göttern. Und das ist das, um was es geht, weil wir sind nämlich Giganten und keine Zwerge, die nichts verändern können. Und darum geht es, dass man als Mann den heiligen Weg geht, wie die Indianer sagen, den roten Weg. Und das ist ein Weg, der zuerst im Innen stattfindet und dann nach außen geht. In die Welt, in die Aufgaben, die wir haben, in die Aufträge, die wir bekommen, geistig gesehen. Und in uns Männer gibt es ein Geheimnis. Und das Geheimnis ist, wer bin ich, was bin ich, wo geht meine Reise hin und wo stehe ich? Das sind die 4 Seinsfragen, die gab es schon immer, schon seitdem diese Menschheit gibt und weit, weit, solange das Universum existiert. Und wir leben im Zeitalter der Freiheit und in der Zeit des Erzengel Michael-Bewusstsein. Und darum geht es, um Erwachen
Der Christus in uns, unsere Urkraft, unsere Seele will in uns erwachen, in uns selbst auf innerer Ebene, aus einem inneren Weg, und daraus entsteht der äußere Weg. Und mittlerweile existieren zwei Welten. Die eine gehen den neuen Zyklus, das Lebensspiel der Liebe. Andere Seele oder Menschenseelen gehen den Weg in den Abstieg weiter, in den nächsten Seelenzyklus. Und ich möchte auf jeden Fall nicht weiter in den Abstieg gelangen, das möchte ich nicht. Das heißt, ich gebe mein Leben vollkommen hin, um in den Aufstieg zu kommen, was auch immer der Aufstieg ist. Ich sehe den Aufstieg als eine Chance im Leben, als Mann zu werden und zu sein. Und mit allen Qualitäten, die ich habe, diese zu entfalten, um mein Leben zu einem Meisterwerk zu machen und auch euer Leben zum Meisterwerk zu machen. Und deshalb lade ich euch recht herzlich ein zum Männerstamm auf meiner Homepage www.beratungspraxis-engel.de. Findet ihr alle Informationen zum Männerstamm, alle Seminare, die wir machen, alle Heilungen, die wir anbieten. Und das ist sehr umfangreich und dazu lade ich euch ein. Und ganz am Herzen liegt mir die Schwitzhütte am 21.12.2019, wo es einfach um die Wintersonnenwende geht. Und das ist ein Zyklus, wo man einmal den Zyklus verabschiedet von diesem Jahr und in den Zyklus des neuen Jahres geht. Und meine Erfahrung vom letzten Jahr ist, dass ich schon wusste, was im nächsten Jahr auf mich zukommt, im Groben. Und das hat mich sehr orientiert in einer Zeit, in einer Welt, von der, wo man nur abgelenkt wird. Also wer die Ablenkung toll findet, herzlichen Glückwunsch. Aber es geht um genug eure... davon. Genau. Es gibt eine elementare Entscheidung zu treffen. Trefft eure elementare Entscheidung. Neuer Seelenzyklus, Aufstieg, Lebensspiel der Liebe oder Abstieg. Das Lebensspiel des Schattens und der Trennung zu Gott, zu eurer Seele, die Trennung zur Seele. Und wie gesagt, das ist ohne Bewertung, aber ich möchte nicht nochmal 25.000 Jahre durch die Knechtschaft gehen. Ich habe ehrlich gesagt die Nase voll davon. Und auch das Rad des Schmerzes, das will ich auch verlassen, und zwar noch in diesem Leben. In diesem Sinne, bleibt orientiert. Ich wünsche euch alles Gute. Ich lade euch zur Schwitzhütte an am 21.12. Es ist einmalig bis zum 31.12.2019. Sind alle Buchungen für den Schwitzhüttekreis einmalig bei 80 Euro. Was habt ihr davon? Einmal bekommt ihr einen Tag Coaching von mir und von Matthias. Oder, von uns beide zusammen. Das kann auch sein, je nachdem wie die Konstellation ist. Das zweite ist, ihr bekommt 2 Tage Schwitzhütte. In der Natur, bei Mutter Erde, egal bei welchem Wetter. Und das dritte ist, ich habe dabei Unterkunft und auch Essen und Trinken. In diesem Sinne, bucht die Schwitzhütte am 21.12. Ein Gruß in die Ewigkeit, Miltaku Yasin, für alle meine Verwandten. Ich lade euch auch nochmal persönlich ein. Zur Innenschau, das ist es. Dort sind die Antworten auf die 4 elementaren Fragen. Ja. Und die Schwitzhütte hilft einfach nach innen zu schauen. Also wow. Herzlich lade ich euch ein dazu. Wer offen ist für was Neues, meldet euch gern bei uns 2. Und vielleicht sieht man sich. Aho! Aho!